Auch in Aufgabe 41 handelt es sich um ein zweigeteiltes Beispiel. Im ersten Teil soll mittels Integration dieser grau hinterlegten Fläche die Lage y quer des Flächenschwerpunkts bestimmt werden. Im zweiten Teil soll dann mittels der zweiten Papus-Guldinschen Regel das Volumen des Rotationskörpers, der hier in blau dargestellt ist, bestimmt werden, welcher bei der Drehung dieser grauen Fläche um die x-Achse entsteht. Bekannt ist die Abmessung a. Da geht es jetzt um den Flächenschwerpunkt. Nämlich zuerst einmal um den Flächenschwerpunkt von dieser grauen Fläche da. Den muss man mal ausrechnen. Und den brauchen wir deswegen, weil über die Papus-Guldinsche Regel kann man dann ja das Volumen ausrechnen, muss aber wissen, was ist der Schwerpunktsabstand zur Rotationsachse. Gut, naja, wenn es um einen Flächenschwerpunkt geht, was braucht man für den Flächenschwerpunkt? Ein differenzielles Flächenelement. Weil der Flächenschwerpunkt ist ja integral über die Einzelabstände mal Flächenelement, also über die Fläche integriert, dividiert durchs Integral über die Fläche, ohne Einzelabstände. Genauso wie die Summe, dann führen wir die Summe in ein Integral über. Das heißt, wenn man das ausrechnen möchte, das ist ja das Integral über die Fläche, y dA, dividiert durch noch einmal dA. Das ist nichts anderes als die Verallgemeinerung dieser Summenformel von vorher auf unendlich viele einzelne Teilschwerpunkte über die ganze Fläche. Dann wird es ein Integral natürlich. Und dazu braucht man natürlich Kenntnis über dieses differenzielle Flächenelement dA. Das muss man irgendwie ausdrücken. Also wir stellen ein differenzielles Flächenelement einmal auf. Das ist das dA. Und wie lautet das dA? Ja, das kommt jetzt darauf an, worüber man integriert. Wenn man den y-Abstand braucht, dann steckt ja in der Formel für den Flächenschwerpunkt schon ein y drinnen. Das heißt, sinnvoll ist es, über dy, also über y zu integrieren, weil andernfalls müsste man dieses y, das ja eine Funktion von x ist, wie Sie da oben sehen in dem Zusammenhang, durch x ausdrücken. Sonst macht man beim Integral was falsch. Also machen wir gleich die Integration in y, dann ist es einfacher. Das heißt, ich hätte einmal gerne dy drinnen, dass wir dann über y integrieren können. Naja, und allgemein ist natürlich das sowas wie die Höhe dann des x von y. Und den Zusammenhang, den kennt man ja. Das ist nämlich nichts anderes als a halbe, das ist dieses rechteckige Teilstück von der Fläche, das a halbe hoch ist. Und dann kommt die Kurve da ins Spiel, nämlich dieser Funktionszusammenhang y Quadrat durch a, wenn Sie das da oben umformen auf ein x als Funktion von y. Ja? Und das integriert, oder das multipliziert mit dem differenziellen Längenelement in y-Richtung. So kann man jetzt direkt über y integrieren. Das heißt, unser Integral a dA für die Fläche ist dann ein Integral, die Grenzen legen wir dann noch fest, a halbe plus y Quadrat durch a dy. Und wie sind jetzt die Grenzen für y? Hier starten wir und darauf ist, da ist das Ende. Hier geht es von 0 bis a, weil ja das bei der x-Achse startet. Und das integrieren wir aus. Wir haben also von 0 bis a Integral a halbe dy plus Integral 0 bis a y Quadrat durch a dy aufgeteilt, Polynom integriert, ist wieder sehr simpel. Da kriegen wir nur ein a halbe y zwischen 0 und a und hier kriegt man ein y der dritten Drittel und 1 durch a zwischen 0 und a, sprich a Quadrat halbe plus a der dritten durch 3a, da kürzt sie 1 weg und im Endeffekt haben wir 5 Sechstel a Quadrat, beziehungsweise für das gegebene a von 2 Metern,
3,3 periodisch Quadratmeter. Und das nächste ist natürlich das y mal dA-Integral. Das ist für Polynom auch nicht schwieriger natürlich. Es kommt nur noch ein zusätzliches y dazu. Aber das ändert ja an der Integrationsweise nichts. Ay halbe über dy integriert, wenn man gleich die Klammer auflöst fürs dA und 0 bis a y der dritten durch a über dy kriegt man dann hier. Und wenn Sie das ausintegrieren, dann haben wir ay Quadrat Viertel, also wenn wir das halbe runterkriegen, 0 bis a und y der vierten durch 4a zwischen 0 und a wieder a eingesetzt, zusammengefasst, auf gleichen Nenner gebracht, kriegt man da a der dritten halbe. Das sind 4 Kubikmeter. Ja. Nach unserer Formel für den Schwerpunkt, die da oben steht, hier ausgerechnet, ergibt sich dann für das y quer 4 Kubikmeter durch 3,3 Quadratmeter periodisch. Das sind 1,2 Meter Abstand des Flächenschwerpunktes in y-Richtung. Und dann unter Verwendung der Papus-Goldinschen Regel, die lautet, das Volumen von dem Körper entspricht dem Drehwinkel, um den man rotiert, mal dem Schwerpunktsabstand in die Richtung quer zur Rotation, also normal drauf, und der Fläche, die man rotieren lässt. Das ist der Rotationswinkel. R quer ist Abstand des Schwerpunkts der Fläche senkrecht auf die Rotationsachse und A ist die rotierende Fläche. Das heißt in dem Fall, dass unser Theta 2 Pi ist natürlich, wenn man es einmal ganz herumrotieren lässt. Das R ist das Y quer und A ist die Fläche, die wir ausgerechnet haben. Also schreiben wir es vielleicht her. 2 Pi, Y quer. Und das war ja unser Integral über A dA, das wir oben für den Schwerpunkt sowieso schon bestimmt haben. Und dann kommt für das Volumen dieses Rotationskörpers raus, dass das 2 Pi mal y quer mal, schreiben wir gleich wieder a, ist, wenn Sie das einsetzen, kriegen Sie 25,1 Kubikmeter.